Dann fährst du einmal drauf. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jus GmbH, der Kollisionsspezialist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Michael Scharnberg. Und Michael Scharnberg mit gerade technischen Problemen im Bereich Mikrofonen. Aber jetzt scheint alles zu funktionieren. Neben mir ist der Thorsten Schönberger und das ist ein eingeschworener Audi-Fahrer, stimmt's? Absolut, seit immer und ewig. Und ist ein leidenschaftlicher Steuerberater, der mich in einer Sache unterstützt hat. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Und wer mich kennenlernt, der weiß auch, dass ich ihm viel von Tesla erzählt habe. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, habe ich von Tesla erzählt. Einmal hat er meinen grauen Probe gefahren, hat gesagt, das geht so. Und deswegen fahren wir jetzt nach Hamburg zum Plaid fahren. Da nehmen wir euch mit. Nach dem Intro gibt es mehr dazu. Thorsten, erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Audi-Liebe oder zu deiner überhaupt. Du bist sogar auch Motorradrennen gefahren, glaube ich, ne? Ja, bin ich auch. Mit dem Auto auf der Rennstrecke war ich auch unterwegs. Bin eigentlich immer und ewig Audi-Fahrer gewesen. Mal ein versehentlicher Ausflug zu Mercedes, zum AMG. Die Zeit war okay, aber zurück zum Audi war doch dann wieder schöner wie nach Hause kommen. Okay. Ich bin in der Zwischenzeit totaler Elektro-Fan geworden und ach ja, wie soll ich sagen? Das warst du aber schon vor mir dann. Ja, das war ich schon vor dir. Den fahre ich ja jetzt ja auch schon 2,5 Jahre. Aber so technisch richtig begeistern, muss ich sagen, scheint nur Tesla. Weil wenn man sich so die Werte anschaut, was die so drauf haben, kommt meines Erachtens Audi nicht hinterher. Es kommt nicht Porsche hinterher und deswegen bin ich mal gespannt, ob ich mit der Ausstattung eines Teslas klarkomme, weil so ein bisschen Haptik und Anfassen und Wohlfühlen ist natürlich auch so ein Thema. Und deswegen schauen wir mal, was also passiert. Ich fühle mich im Audi, wollte ich schon sagen. Ich fühle mich im Tesla wohl, auch im Plaid. Ich habe alle schon gefahren. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich mag das. Für mich ist immer noch die Ladeinfrastruktur eins der schlagenden Argumente. Ja. Uwe hat es ja bewiesen, der ist auch durch Deutschland gefahren und andere Länder und sagt auch, das funktioniert alles. Aber ich liebe es einfach ranfahren, ranhängen, fertig. Na, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hamburg und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Plaid sitzen. Wir sind da. Uwe, ich bin mal gespannt, was für ein Auto wir kriegen. Da drinnen dürfen wir sicherlich wieder nicht filmen. Also von daher gehen wir jetzt rein und ich warte hier. Nee, ich komme rein. Du kommst mit. Komm mit. Natürlich. Na klar, wir gehen rein, komm. Also, wir fahren jetzt einfach mal los. Du hast ja die Einweisung bekommen. Wie ich den Rückwärtsgang einlege, das habe ich jetzt gelernt. Vision Only haben wir ausprobiert. Ja, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare für den Thorsten. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Kommt ihr mittlerweile mit Vision Only klar oder ist das immer noch nicht so? Ich weiß, die meisten hätten gerne viel lieber wieder ihr... Ich muss einmal die andere Kamera anmachen. Ach geil, weißt du übrigens was? Er hat mir nicht mehr erklärt, wie der Blinker angeht. Ich habe nämlich gerade gewischt und ich finde ihn nicht. Ja, wäre schön. Ich weiß, dass er da drauf ist, aber wären so genau, wichtige Sachen. Oben blinken. Und unten ist dann links und oben ist rechts. Genau. Ja, werde ich ihm mal nachher sagen, du Meister, das Auto hat keinen Blinker. In 200. Also 26% finde ich ein bisschen komisch. Das gut, aber man soll ja auch nur eine halbe Stunde fahren letztendlich. Ich gebe später erst Gas, ne? Ich gewöhne mich erstmal dran. Ja, gewöhne dich erstmal ans Auto. Das finde ich gut. Das ist auch okay. Wackelst du? In 200. Also das Fahrwerk ist wirklich bei dem Plaid gut, da kann man nicht meckern, bei dem Model S überhaupt. Na gut, wir fahren erstmal zur Brager Mühle. Da können wir ihn auch einmal laden kurz, einmal den Akku ein bisschen warm machen, bevor du den quälst. Und dann, naja, quälen tut man ihn ja nicht, aber wenn man ein Plaid Probe fährt, dann muss man auch auf Plaid einstellen. Dann muss man auch mal einmal im Grunde selbstverständlich die Beschleunigung spüren, weil letztendlich bezahlst du dafür ja zigtausende von Euro mehr. Das will man dann auch testen. Und das wissen die Mitarbeiter natürlich auch alle. Ach, das Ding hat ja auch eine Sprachsteuerung, oder? Ja, ja, da brauchst du dann da oben nur drauf drücken. So was könnt ihr mir auch erzählen können, das Ding? Ja, genau. Okay. Und dann kannst du sagen, was du haben willst. Das ist Klimaanlage, Kälter, Klimaanlage, Wärmer. Klimaanlage 22 Grad.
nee, das geht so nicht. Du musst draufhalten. Okay. Klimaanlage 22 Grad. Ging doch. Aber wieso macht er jetzt so viel mehr? Also, sprich, jetzt hat er tatsächlich Minimum. Ja, genau. Jetzt wird's kalt hier drin. Klimaanlage wärmer. Klimaanlage 5 Grad wärmer. Ah. Wir haben jetzt gerade mal das Fahrwerk auf niedrig gestellt, die adaptive Federungsdämpfung auf Sport und Komfortdämpfung im Autopilot verwenden eingestellt. Weiterhin haben wir an der Klimaanlage rumgespielt. Wir haben herausgefunden, wie man blinkt. Das wussten wir ja, klar. Da weiß der Fahrer, habe ich ihm erzählt. Das war auch, glaube ich, schon noch zu sehen. Also daran kann man sich gewöhnen, darauf zu drücken. Das macht ein bisschen süchtig, ja, ich weiß. Aber jetzt mal ehrlich, der hat doch jetzt keine 1000 PS, wenn ich hier rauf drücke. Naja, doch. Weil, naja, es gibt ja jetzt noch das Upgrade mit den Bremsen, ne? Aber ich würde mal sagen, wenn man bei 180 oder 150 dann nochmal drauf drückt, gehst du noch ganz schön in die Sitze. Ja, mir ging es jetzt nur darum, wenn ich mir überlege, 2 Sekunden von 0 auf 100 und ich drücke jetzt hier rauf. Also, du fährst ja auch schon 120. Ja, jetzt gehen wir mal versehentlich mal hier auf 95. Ist dein Kopf bereit? Mhm. Und das sind jetzt 140. Ja, okay, das waren jetzt 45 km/h. Ja, es könnte sein. Aber dann gewöhnt man das. Man gewöhnt sich immer dran. Deswegen fahre ich immer mit dem P100D auf lässig, damit es was Besonderes bleibt. Nein, der Nachbar muss schlecht werden. Du wirst schon weiß. Ja, ja, ich kann das sowieso nicht anfangen. Mitfahren ist eh nicht mein Ding. Und, und wenn man als Fahrer noch weiß, was passiert und du nicht, wie schrecklich. Genau. Ach, hier, guck mal, kann ich irgendwas einstellen. Da kannst du die Geschwindigkeit. Maximal aber nur. Das ist dann der Autopilot, ja. Maximale Geschwindigkeit. Ach genau, drück mal dann da einfach drauf jetzt. Jetzt auf Gaspedal? Nee, da. Doppelklick. Doppelklick. Und du? Nee, er ist nicht aktiviert. Ja, er wird nicht langsamer. Er behält jetzt. Aber er ist kein Autopilot aktiviert. Sonst hättest du den blau. Den Fahrstreifen. Ah, okay. Also am liebsten würde ich nochmal aufdrücken. Das mit dem Blinken muss man sich noch dran gewöhnen. Das mit dem was? Mit dem Blinken. Ich will immer. Ja, halt ja, das geht aber nachher ganz schnell. Das geht ganz schnell. Ja, dann kann ich ja gleich lernen, wie man den. Blät, genau, reicht. Muss ich dir jetzt mit rausnehmen? Ja, weil du ja nachher wieder rein bist. Und wir schließen ja ab. Ich suche, das Ding geht nicht auf. So, jetzt nimmst du den oberen Stecker da. Muss ich ihn erst aufmachen? Nein. Drückst einmal auf den Knopf. Nein! Wieso weiß der das? Mehr brauchst du nicht machen. So, wir haben schon Fahrzeug. Vorne öffnen, genau. Und ich hätte da jetzt natürlich den M-Tech eingebaut, dass sie automatisch nach oben geht. Ne? Also, aber das nimmt sich beim Leasing-Auto nicht. Ha! Auch cool. Hier gibt's nichts. Einfach ziehen kann ja nicht sein. Nee. Musst du einmal entriegeln. Danke für den Hinweis. Entschuldigung. Da geht er ans falsche Auto und guckst durch die Spaltmaße an. Ich hatte leider nicht schnell genug die Kamera an. Und der Sitzer guckt da ganz entsetzt, was er an seinem Auto macht. Oh Mann, es tut mir leid. Das war gut. Ja, so. Wenn wir jetzt fertig sind, dann brauchst du nur wieder die Knöpfchen drücken. Oh, der ist heiß. Der Junge hat was gemacht. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie viel haben wir denn geladen in der kurzen Zeit. Und das ist das Schöne, 62%. Nein. Wir sind mit
20% angekommen und haben nur kurzen Kaffee getrunken. Das ist natürlich was Feines. Kann ich ja nichts gegen sagen, ne? Ich glaube, ich bin... Willst du jetzt rückwärts fahren? Ja, ich stelle gerade fest, das passte gerade nicht. Gott sei Dank bist du dabei. Es geht los. 63%, das ist echt der Hammer. Ach so, jetzt kann ich dem jetzt sagen, fahr mich zum Hamburger Tesla Center. Ja, musst du da einmal drauf drücken? Nee, ja. Fahr mich nach Hamburg ins Tesla Center. Na, das hätte ich jetzt anders gesagt. Jetzt aber rechts. Oh, er macht es. Ja, wäre noch schöner. Navigiere zu Tesla Hamburg. Ja, dann siehst du bei Audi, da habe ich gesagt, fahr mich dahin. Okay. Ups, hat ja auch funktioniert. So, wir müssen ja noch einmal wirklich beschleunigen. Ja, sag mir nur vor Bescheid, damit ich die Birne anlegen kann. Ich mach das beim Beschleunigungsstreifen. Nein, hier kannst du auch noch ein bisschen machen. Alles gut, ich komme nach vorne. Ach so, ob das noch da das Wort drin ist. Wir sind gar nicht auf dem Schnell. Nee, vielleicht muss man jedes Mal wieder einstellen. Das Sport ist nicht richtig. Obwohl eigentlich ja. Das hat er auch. Ja. Aber jetzt blendet sich das dann auch schwerer. Ne? So, wenn dann die Ampel grün wird. Ja, normalerweise, ich finde ja immer gut für die ganzen. Als Techniker, das geht so auf die Gelenke und ich beschleunige immer erst ein bisschen Roll und dann raus. Dieses aus dem Stand raus beschleunigen ist halt echt immer für die Augen. Bist du soweit? Das ist okay. Alter, okay. Wir waren da. Na, natürlich waren wir da. Das ist, hallo, der hat die 100 geschafft. Ich glaube, wir sind schlecht. Oder einfach Magen tropfen. Das glaube ich jetzt und auch nachher wird das so sein. Oh, aber damit kann man leben. Damit kommt man voran. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt geht Tesla gegen Tesla. Mal sehen, der damit fährt. Das ist nur ein Long Range da vorne. Aber auch mit einem Berliner Kennzeichen. Das ist auch ein ursprünglicher Tesla wahrscheinlich. Nee, wieso? Das ist ganz normaler Putz. Berliner. Meinst du? Die Teslas hier haben ja TS und nicht TB. Tesla Boarding, keine Ahnung. Oh, Alter. Gut, dass ich was gegessen habe. Es ist hinten angekommen. Fahr mich zum Tesla Service Center Wandsbek. Ja, ich hoffe. Wir dürfen ja nachher nicht filmen mit dem Verkäuferschaden eigentlich, aber ich hoffe auch dieses Video hat euch mal gefallen. Bin mal jemand der gefahren, der sonst gar nicht Tesla fährt und sich jetzt mal ein Plaid angeguckt hat. Falls ihr einen Steuerberater sucht, ich verlinke das in den Shownotes unten in der Videobeschreibung, schreibe ich die Adresse vom Steuerhaus rein. Deine private Handynummer natürlich. Ne? Selbstverständlich, ja. 24/7 alles. Ja, ich bin gespannt. Vision Only habe ich vorhin gefragt. Da sagt man mal Bescheid, wie ihr damit klarkommt. Mittlerweile. Und habt eine gute Zeit. Kanal abonnieren, Daumen hoch, kommentieren. Kennt ihr alles. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao.